Guten Morgen, Leute. Ja, es geht wieder mal in den Hansapark. Ja. Wieder mal. Ja, waren wir schon einmal. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ach nee, ist jetzt das zweite Mal. Ja, dann müssen wir so noch machen. Das ist auch eine Regel. Ja. Drittes Mal kriegen wir auch noch hin. Ja, jetzt geht erstmal ab für uns in den Park. Ja, für euch das Intro, für uns der Eingang. Genau. Bestimmt vielleicht. Freizeit Winnie on Tour. Wir sind im Hansapark drin. Yay! Yippie. Was für eine Stimmung. Yay! Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir hier so treiben können und was wir als erstes fahren. Und wir bringen euch ein paar Eindrücke mit. Ja, muss einfach sein. Dann melde ich mich gleich nochmal. Ja, und auf geht's, erste Fahrt. Kärnan? Ja, yeah, Kärnan fahren. Die Flucht von Kärnan, oder das Kärnan? Das ist wieder eine andere Bahn, Flucht von Nachbarfahrt. Ach so, oder noch? Egal, wir fahren alles. Ja. So, ab, ab, Kärnan. Siehst du, was geht aus? Ich bin zu klein. Willkommen im Zug, ist größer. Ich bin so klein. Ja, Kärnan am frühen Morgen. War doch wohl nicht direkt was für meinen Magen. Für meinen Rücken auch nicht unbedingt. Aber jetzt halt so, geht alles wieder gut. Und jetzt mal für Timmy. Für Timmy war es noch ein bisschen zu früh. Der will die aber eigentlich heute auch noch fahren. Aber war ein bisschen zu stressig heute Morgen, hat ein bisschen Probleme gehabt. Und dann noch die Angst davor, die erste Mal zu fahren. Aber ich denke, das schaffen wir heute auch noch. Ja, stimmt vielleicht. Jetzt gehen wir erstmal die anderen suchen. Dann schauen wir weiter. Ja, ab auf die Bonanza Wildwasserbahn. Und auf geht's. Ja, und von Bonanza geht jetzt auf ab den Super Splash. Ja, ich bin ja schon nass. Mal gucken, ob der Super Splash noch nasser macht. Viel nass geht nicht mehr. Ja.
Sehen wir uns nach der Fahrt wieder, wie nass wir sind. Also ein bisschen getröpfelt ich. Am meisten nass hat es mein Bruder erwischt, der ganz hinten saß. Vorne war am trockensten. Super Splash. Das ist wirklich super. Der Splash. Ja. Also ich war richtig schön nass. Das ganze Gesicht war geduscht. Ja. Ich hätte Duschgel mitnehmen können. Nach der dritten Fahrt werden die Haare auch gewaschen. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wo uns das hin verschlägt. Oder eine Runde Schiff fahren da hinten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich meinen Pulli ausziehen, weil der ist 5 Kilo schwerer. Der kann er ausspringen. Ja. Also wer Wasser braucht, ich habe noch. Ja, Leute, es geht auf den da oben, bis da oben geht er. Ja, der geht ein bisschen höher. Ach. Highlander fahren. Ja. Yippie. Und er fährt mit. Ja. Freu, mit meinem Sohn. Auf geht's. Coco. Hi. Ja, hinter dir. Hey, du. Ah! 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 Komm mal einen Schritt vor. Ronja, voll ins Auge. Du, Ronja, komm mal ein Stück vor. Ja, genau, rein. Ich trau das nicht. Ich hab Ronja auch getroffen. Macht nichts. So. Schieß. So, ja, Highlander gefahren. Und wie war dein erstes Mal? Angst ist irgendwo da oben. Ja, da soll sie auch bleiben, ne? Ja. Und jetzt habe ich gehört, geht es wieder auf eine Wasserbahn. Ja, so eine Art Rafting. Störtebeckers Kar. Mit runden Reifen, aber ja. Schon mal schauen, wie es wird. Das haben wir vor 2 Jahren ja schon mal gemacht, voll Laune. Mal gucken, ob sie wieder Laune macht. Und auf geht's.
schnell leer, komisch. Was? Ging doch hier schnell leer. Ich bin schon 10% weg. Ich komm ja wie auf dem Wellenbad vor. Wir können doch mal wieder schwimmen gehen. Das haben wir schon so lange vor. Zeig mir ein Schwimmbad ohne Test und ich fahre sofort mit dir dahin. Ja. Die 3 W's würde ich nehmen. Wegen den 3G, ich will mal 3G abschaffen. Ja, deswegen schaff du Zug 3G ab, damit es keine Verwechslung gibt. Ja, aber damit es keine Verwechslung gibt für die Zukunft. Wow! Was erlebst du in der Zukunft? Was wird es dir, oder? Und alle wollen sie jetzt 3G. Ja. Also. Hauptsache, wir bleiben nicht stehen. Haben wir denn nicht schon mal gehabt? Ah ja, da haben wir uns doch gestoßen hier, ne? Hier liegen ja auch Matten zum Abbremsen. Wir werden immer langsam. Hi, wieso von hinten? Oh ja, die 3 Tropfen. Bong! Ah. Jetzt kam ich von hier hinten hochgespritzt. Beim Timmy kam es von hinten gespritzt. Wenn sie sich hinten anstellen würden, würde ich mich verarschen. Ein Chilligen. Hallo Chili. Hey. Chili von Chili. Gerne. Ey, wenn er Chili ist, bin ich Konkane. Chili, Konkane. Was für eine Überleitung zum Essen. Vorsicht, jetzt gibt's ein Wellenbad. Ui. Ist kein Wasser dran, ne? Hier war auch mal irgendwo eine Pistole gewesen. Die da geschossen hat. Die kam da hinten, ne? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall auch eine. Und ist auch reaktiv. Ey, wir werden gleich mal überholt. Nein. Doch. Wir sind doch nicht in Efteling. Aber guck mal, da kommen die wirklich. Auch mit Handy. Wir bleiben stehen gerade. Wir werden wirklich überholt. Vorsicht! Oh. Ab in die Ecke mit uns. Ja, sieht so aus. Nee, doch nicht. Schade. Ja, wir haben uns jetzt dazwischen gestellt. Wir bleiben stehen. Wir treiben hier hin und her! Ey, wir haben die beste Fahrt ever! Die längste Fahrt! Ah, nee, jetzt geht's weiter! Bist du sicher? Vielleicht müssen wir noch auf die warten! Eins geht weiter! Die haben sich vorgedrängelt! Haben die Regel nicht gesehen? Man darf sich nicht vordrängeln! Ja, nach einer schönen Rafting-Fahrt. Ach nee, ist eine Art Rafting. Aber trocken. Ja. Das ist mein erster Wasserbahn heute mal trocken. Ist nicht schlimm, ja. Ich habe noch genug Nässe von den anderen Bahnen. Und jetzt geht's auf Fluch von Novgorod. Flucht. Flucht, genau. Flucht. Ich fliehe. Yay. Wie war so lange ist länger? Keine Knöpfe, das schon. Ich finde das gut, die Bewegung ein bisschen. Ich würde die Leute übertrieben finden, die so viel Angst haben, dass sie sich in eine Kugel einsperren. Jetzt gehen wir zum Super Splash. Wollen wir nochmal Wasserbahn fahren?
Der Irrgarten. Ich hab die Erwünsche jetzt zusammengezogen. Das war der Fluch. Von Rastrager. Ich hab Menschen gefunden. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass ich verprügelt worden bin. Und wo ich am meisten Bammel hatte, war so, als der Soßstein nach oben ging. Ja, ich hab nur den Lift gesehen und hab mir gedacht, oh Sch. Ja, da kommen wir vom Fluch. Flucht von Novgorod. Ja, genau. Ja, heißt jetzt Flucht und nicht mehr Fluch. Genau. Und wie war dein erstes Mal? Ja, es war gut. Hab mich öfters erschrocken, hab ein, zwei Backpfeifen bekommen. Aber das Schlimmste, was ich fand, war, es geht auf einmal so hoch einmal. Da habe ich mir gedacht, was ist das jetzt? Ja. Aber ist eine Bahn, die man öfter fahren kann. Ja. Definitiv. Ja, und jetzt geht's für uns auf den Super Splash. Genau. Und danach melden wir uns wieder. Ja. Ja, Super Splash gefahren. Yippie. Ja, weil ich halt so schön nass geworden bin, damit es aussieht, als wenn ich auf dem Wasser Dark Ride auch nass geworden bin, genau. Geht's jetzt auf die Blumenmeer-Bootsfahrt. Genau. Spitzname aggressive Blumenfahrt. Genau. Ein Insider. Genau. Ja, und wo geht's jetzt hin? Essen! Genau. Muss auch sein. Einmal schön Hausverzug haben, das war gar nicht noch nicht. Doch, deswegen. Nee, das ist Buchkenner. Ja, die sowas hat auch aus der Mutter. Ich wusste mir mal. Ich wollte mal die Ready, 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 ready,
nach dem leckeren Essen, wie wir schon angekündigt hatten, nach der aggressiven Blumenfahrt. Ja, die war mega aggressiv. Geht jetzt ab auf den Wellenreiter. Da hinten diese schöne Dinge. Gibt's auch in Slakaren und so weiter. Ja, uraltes Fahrgeschäft, aber macht immer noch Laune. Auf jeden Fall. Ja. Und auf geht's, sie mit Gebrüll. Ja Leute, und auf geht's nach Kärnten nochmal. Heute Morgen gefahren und jetzt müssen wir sie nochmal fahren. Auf jeden Fall. Nach der schönen Fahrt Kärnten, ich füge euch hier ein Foto ein. Bitte nicht lachen. Nicht lachen, habe ich gesagt. Ja, geht's jetzt für uns auf den rasenden Roland. Ja, Abschlussfahrt. Weil heute so viel hier los ist, ist das jetzt wohl unsere letzte Fahrt. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir noch was anderes. Drückt uns die Daumen. So geht ein Tag in Hansapark zu Ende. Er war richtig toll. Ja. Wie fandest du den Hansapark? Ja. Super. Ja, muss man einfach gemacht haben und kann ich nur empfehlen. Kommt hier hin und habt euren Spaß. Vor allen Dingen mit der Flucht von Nostragorf. Ja, genau. Von Novgorod. In diesem Sinne, das Abonnieren nicht vergessen. Die Glocke drücken, macht Ding Dong. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fahren und Freizeit Willi, nur für euch unterwegs on Tour. Tschüss.